Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es Cupcakes, verdammt lecker, leicht zu machen und zwar mit Oreos. Und natürlich braucht ihr dafür Oreo-Kekse, die gibt es aber auch, ich sag mal, nicht ganz als Original zu kaufen. Die schmecken aber fast identisch. Also wenn ihr da ein paar Euro sparen wollt, ich sag jetzt mal keinen Namen, zumindest bei den örtlichen Discountern kann man meistens fündig werden, könnt ihr da auf jeden Fall zugreifen. Für den Anfang brauchen wir etwas Mehl, damit machen wir den Grundteig. Für 6 Cupcakes brauche ich ca. 50 Gramm Zucker dazu, dann noch etwas Backpulver, ein Ei, Kakao natürlich, etwas Vanillezucker, Milch und jetzt noch etwas flüssige Butter. Dann das Ganze gut vermischen, dazu nehme ich einen Schneebesen. Und in jede Cupcake-Form lege ich einen Oreo-Keks und fülle mit dem Teig auf. Dann ab in den Backofen und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Frosting. Dazu nehme ich einfach 3 Oreo-Kekse, die werden zerkleinert und die gebe ich in eine Schüssel mit Frischkäse, Puderzucker und wieder etwas flüssiger Butter. Dann das Ganze wieder vermischen. Und ab in einen Spritzbeutel. Wenn ihr keinen habt, so wie ich, könnt ihr einfach einen normalen Beutel nehmen, zum Beispiel einen Frischhaltebeutel und einfach eine kleine Ecke abschneiden. Dann die Cupcakes abkühlen lassen und dekorieren. So sieht der Cupcake aus. Jetzt einmal ohne Keks und dann probiere ich direkt mal. Der Keks im Inneren sorgt für so eine Überraschung, weil wenn man normalerweise einen Cupcake reinbeißt, ist es einfach nur weich und lecker. Und jetzt hat man noch einen knusprigen Keks innen drin, nämlich einen Oreo-Keks. Und das schmeckt einfach fantastisch. Zum super köstlichen Rezept einfach die Infobox aufklappen. Da kommt ihr zum Rezept mit den genauen Mengenangaben. Nachmachen unbedingt, gerade wenn ihr für Sonntag noch was braucht, denn da ist Valentinstag. Irgendwas Süßes sollte man da auf jeden Fall schon mal parat haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und schaut mal im Online-Shop vorbei, wenn ihr zum Beispiel jetzt Vanillezucker braucht. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und ich sage dann schon mal bis zum nächsten Video. Tschüss!